Yo, was poppen, Leute? Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Hey, was geht ab? Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke. Ich habe nämlich gesehen, Leute, dass tatsächlich nur 70% meiner Views nicht von Subscribern kommen. Leute, wir schauen uns heute gemeinsam auf aktiver Ehrenbruder-Basis Twitch-Fails an. Ich muss da jetzt einfach hingucken und stark sein. Wir haben hier insane Moments caught on Twitch TV. Kevin, da ist immer so ein Typ, der erzählt jetzt die Sachen so. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen direkt rein. Und es geht los auf unangenehmer Phrasis. Insane Moments that have been captured. Die Stimme meine ich, wir skippen die mal ganz kurz. Digga, als IRL-Streamer. Hat er dir einfach Eier ins Gesicht geworfen? Stell dir vor, Bro. Der wird doch noch dabei gefilmt mit Mehl und Eiern. Was für ein Assi, Bro. Digga, so low. Digga, aber ganz ich glaube, er findet es einfach nur. Ich glaube, er denkt, es ist übel Mad Content, Bro. Ja, also der das macht. Ja, ja. Ich glaube, der denkt so, Alter, weil. Guck mal, ich kenne das halt so in dem amerikanischen Bereich. Da kommen dann so Leute, so Stream-Sniper. Und machen irgendwie, die kommen dann irgendwie in so einem Spider-Man-Kostüm und tanzen irgendwie den Floss-Dance. Ja, das ist halt funny so, aber und das ist halt lustig. Und ich glaube, das ist jemand, der die Grenze nicht erkannt hat. Ich glaube ganz ehrlich sogar, ich revidiere meine Aussage. Ich habe letztens zum Kollegen gesagt, das Asozialste, was ich hier gesehen habe, ist Montauk Madeira, das ist schlimmer. Und das geht der einfach weg, der läuft einfach weg. Guck mal, was für ein. Oh mein Gott. Was ist da? Alter, weiß ich nicht. Was mit Mo passiert? Sieht aus wie Knossi. Sieht aus wie so Knossi vor 40 Jahren oder so. What the fuck? What the fuck, bro? Fuck, was gucken wir, bro? Get off me! Bro, rotzt, der rotzt immer auf seine Kamera. Was ist das denn für ein Ding? Junge, holy shit. Er macht das die ganze Zeit, oder was? Ah, ne, er macht da andere Sachen. Guck mal. Ah, er steht auf Stühle kaputt. Okay. Wow! Digga. True, Digga. Ist er noch schlimmer als ich? Kurze Frage, machen wir kurz Pause. Reaction, da, kurz Pause. Wie schläft der da hinten auf diesem Bett? Digga, guck mal, das ist die Gitarre. Als ob das die Sachen sind, die dir auffallen. Ja, Bro, hey, dieser Mann nimmt den ganzen Tag. Der schläft nicht, Alter. Bro, da hinten, da ist einfach eine fucking Gitarre, irgendwelche Sachen, da irgendwelche Boxen. Ne? Ja, das ist der Grind, das ist live. So lebt man als Streamer. Du kennst das auch noch, Kevin. Die Cutter haben mir erzählt, es war schlimm, meinten die. Also, Digga, die meinten, da wäre irgendwie so ein Hermelin oder sowas rumgelaufen. Die sind ausgestorben in Deutschland, Bro. Das hat einfach bei denen in der Wohnung gewohnt. Hä, wer hat dir das erzählt? Meine Cutter, wo die kurz bei dir scheißen waren beim Vantrip. Ja, es ist wirklich richtig schlimm aus hier. Aber das ist schlimmer da, what the fuck. Livestreamer was playing some League of Legends when he got so angry at the game and his chat for griefing him that he literally punched a hole through his wall right into his parents' bedroom. That's right, you could literally look out of his room. What? Alter! Now I've punched a hole through the wall. Now I've punched a hole through the wall. Aber was ist das auch für eine Wand, Digga, dass man die einfach so einschlagen kann? Lol, da ist schon so ein Zettel, der hat das schon so repariert. Bro, guck mal, man kann sogar so durchgucken. What the fuck, Alter. Hast du schon mal ein Loch im Tisch gekloppt wegen Rage? Nee, Petrit aber. Oh, ich hab schon mal. Oh. Hier war gerade eine Fehlermeldung. Discord ist nur gecrashed, keine Ahnung, alles gut. Discord ist gecrashed, JavaScript, egal. Machen wir. Hallo, ja? Kleiner Joke. Bro, ich hatte früher so einen 30 Euro Ikea-Tisch. Der okay, mit diesem und ich hab Plastikding, dieses ganz dünne Spanholz, wo man so durchschlagen kann, ne? Ja, das ist einfach aus straighter Pappe, Dicker, weißt Bro. Du? Ey, mir fällt gerade auf, ich habe gerade diesen Typen geflamed, das bei ihm übel scheiße aussieht, Dicker. Bei mir steht hier noch so ein Brett von Essen, so komische Haferriegel, Dicker. Bei mir sieht es mindestens genauso shit aus gerade. Lass mal gucken, was in Deutschland hier los ist, Alter. Ganz ehrlich, Dicker, wirklich. Mhm. Okay. Ich habe bis jetzt von Eismelone nur Clips gesehen, wo sie lacht. Das ist immer so ein Hihi und dann hält sie sich so die Hand vom Mund. Hat sie gerade jemand umgebracht? Das war ja ultra bad. Sie dreht sich Junge. Schon wieder alles gegen mich. Ja, ist nicht schlimm. Andi, was ist denn deine Verteidigung? Ich war's nicht. Stark. Das ist actually stark. Nicht sass. Das ist Gronkh, ne? Ja, ja. Den kenne ich. Wie klein die Facecam ist einfach. Was ist das denn? Was ist das für ein Game? Was ist das denn? Was soll das denn? Das war Turbo Trash. Was soll das denn? Die haben doch gebremst. Wie wack. Der Fahrer fährt bis an die Seite ran. Als hätte er nochmal so kurz aufs Gas gedrückt. Oh, Junge. Kennst du G-Time ja, ne? Ja. Boah, das sieht gut aus. Strong, Junge. Kevin Stimme, Alter. Ach, das ist der Spawn. Das war ein Spawn. Das haben nicht mal seine User gebaut. Ich wollte schon sagen, Junge, hier ist ja direkt einer, der übertrieben heftig baut. Oh, die kenne ich auch. Lara Loft. Oha! Lara, chill. What the fuck, Alter, mach mal nicht deine Stimme kaputt. Junge, what the fuck, Alter. Einfach Teufel. Ich hasse dich!
Kennst du es, wenn in so Filmen so eine zweite Stimme über deiner normalen Stimme ist und das ist dann so ein Teufelsvoice? Wir gehen jetzt in den Truck und gucken, ob die Kamera anzeigt. Na, Vorsicht, nice. Licht ausmachen, versteck dich. Oh! Vicky? Was genau ist das da im Hintergrund? Das sieht aus, als hätte er sich so eine Rap-Boof da im Hintergrund gebaut. Vicky ist ja Rapper. Oh, Alter, holy shit. Ah, Mauki? Nein! Oh. Ja, gut. Oh, shit. Man kann die Dinger kaputt machen. Oh, fuck. Das hat sich auch jedes Mal was passiert. Game? Keine Ahnung, Bro. Sieht aus wie ein Mobile-Game. Mal gucken, ob wir hier was finden. What the fuck, Alter, Bro? Digga, was ist das denn? Jay, oh mein Gott! Jay? Oh mein Gott! Ich hab mächtig als Hunger! Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever! Dann kommt diese Werbung. What the fuck? Digga, seit wann machen die da so Fortnite? Ey, das ist what the fuck? Bro, ich habe auch schon viele Stories gehört, wo Leute irgendwie so während einem Stream hinter einem Greenscreen gefangen und shit. Ich habe alles schon gehört, Digga. Ich kann mir alles vorstellen. Meinst du, einer der Streamer, meinst du, einer der Top, sagen wir, 30 Streamer Deutschlands, hat das schon mal gehabt? Meinst du, so ein Trimax oder so? Während er gerade so in Clash of Clans sein Rathaus auf Level 10 pusht? Oh mein Gott, jetzt habe ich dieses Kopfkino, aber noch mit dieser Frisur, wo er zur Seite gekämmt hat, weißt du? Ungeguckt, so soziopathisch nach unten. So. Spielst du auf schwer? Ja, klar. Okay. Okay, check den Gag jetzt nicht. Ach stimmt, Anja hat geboren. Ich lebe! Du musst dir noch gratulieren. Okay, also. What the f- We ain't diese Hundekekse? Das ist doch kein Hundekekse. Ja, wirklich sehr lecker. Bro, das ist dieses, also, das ist ja Panda-Bär. Das ist kein Hundekekse. Die haben was. Die haben was Herzhaftes. Das ist doch kein, das ist doch so kein. Das ist so ein Hundekeks, der auch was Herzhaftes hat. Digga, weißt du, was ich mir manchmal frage? Was meinst du, was die Leute, die so auf Casual so Katzenfutter snacken? So als Snack? Digga, weil ich meine, denkt ja so eklig, Alter. Ist ja, so ja, oder Hundefutter. Also so, weißt du, was ich meine? Weil guck mal, die Idee von Katzenfutter, boah, ist ja eigentlich voll nice. Du machst halt auf und hast halt direkt einen fertigen Snack. Überleg mal. Das landet sowas von in einem Sascha-Video, Bro, was du gerade gesagt hast. Überleg mal, du hättest so ein bisschen größer, so eine 200 Liter Box. Alter, das schmeckt doch, Digga, das stinkt doch übertrieben. Ja, normal. Aber ich meine, stell dir vor, du hättest es einfach und machst es so auf und dann ist da so Gulasch mit Knödeln drin. Ja, das gibt es, Kevin, das nennt sich Fertigessen. Ja. Bro. Ich dachte, das wäre doch lustig, wenn es ein Hauptschool... ein Hauptschool-Musical. Oh. Kevin, wollen wir dann an der Stelle einfach es beenden, oder? Ja. Lass uns nicht drüber reden. Hauptschool Musical, da bin ich großer Fan, da sehe ich mich selber. Lasst auf jeden Fall keinen Daumen nach oben da und schaut definitiv nicht bei die Glocke. Aktiviert die Glocke, Alter. Bimmelt mal richtig dran rum, Junge. Dann an der Stelle schaut bei Kevin vorbei. Wir streamen auch, bist du heute Abend bei Dings dabei, bei Among Us? Digga, heute Abend 20 Uhr, Leute, Among Us Stream. Bin auch am Start, Kevin ist auch dabei, wird eine arschgeile Nummer. Alhamdulillah. Kuss auf eure Augen, macht's gut und ciao.